An und für sich heißt es in der Operette immer dem Himmel entgegen, Himmel hochjauchzen. Bei uns heißt es hier eigentlich auf Schloss Daber dem Kostüm entgegen. Die lustige Witwe hat vieles zu bieten. Also nur das, wenn sie auf keinen Fall reden, und das wird es überhaupt nicht geben. Wir haben mit Anna Sophie Lienbacher eine Kostümdesignerin gefunden, die nicht nur fürs Design zuständig ist, sondern auch für die Erzeugung. Wir sind hier im Reich der drei Damen, wenn ich das so sagen darf, geleitet von Anna Sophie Lienbacher. Servus, hallo. Schön, dass wir bei euch sein dürfen. Sehr gerne. Man sagt immer wieder Operette, alter Schinken, man sagt auch uralte Fetzen. Also wenn man sich da herumschaut, da sind weder alte Schinken noch uralte Fetzen. Was ist denn die Kunst, dass man so Kostüme, die schon eigentlich 150 Jahre früher im Kopf designt worden sind, heute so bringt, dass sie nicht altmodisch ausschauen oder überholt? Das ist eine total gute Frage. Ich glaube ja prinzipiell, dass die Operette immer eigentlich was Aktuelles hat. Also vor allem politisch gesehen und gesellschaftskritisch kann die Operette total viel aussagen. Und eigentlich will ich das auch mit den Kostümen machen. Und ich finde, dass jede Zeit oder wann immer man ein Kostüm designt, auch wenn man es versucht historisch zu machen, immer man ein bisschen die Modernität der derzeitigen Zeit mitbringt. Das geht, glaube ich, gar nicht anders. Und wenn ich das einmal kurz halten darf. Ja, natürlich. Dezenz ist deine Schwäche offenbar. Wir sind so dezent. Das wird ein Da verschwindet dann die lustige Witwe dahinter, oder wer ist das? Nein, das ist für unser Ballett. Fürs Ballett. Für unser Und die Ballett. Damen tragen drunter aber schon etwas. Ja, teilweise. Es wird ein bisschen mehr nackte Haut. Für die Herren, meine Herren, folgen Sie mir jetzt unauffällig, denn das nächste Kostüm, das verrät uns, dass es vielleicht mitunter auch erotisch zugehen kann. Also das, wenn ich da kurz mal meine Hand hinein, dass Sie gleich mal sehen, das ist wirklich, das ist ja Skin, Skin-tauglich, man sieht alles. Das ist sicherlich eine Grisette, nehme ich an, so wie die da steht, oder? Na, in dem Fall ist es tatsächlich die Hanna Glavan. Nein, jetzt hör auf, das ist also ein Schmied. Das ist unsere lustige Witwe. Das ist unsere da fällt mir ein, und damit könnten wir eigentlich schon aufhören. Ich habe in Deutschland vor 2 oder 3 Jahren eine lustige Witwe gesehen. Tatsache, hinter mir saß eine Oma mit ihrer Enkelin, ungefähr 7 Jahre alt. Und die Hanna Glavan tritt auf und von hinten sind alle gestorben, hören wir die Stimme der jungen Dame. Omi, ist das die Omi von der lustigen Witwe? Und das habe ich damit gemeint, auch vorhin schon, wir haben bewusst eine junge Besetzung gemacht, denn unsere lustige Witwe ist unter 30. Das heißt nicht, dass alles über 30 schlecht ist, aber es steht ja drinnen im Original, es ist die junge lustige Witwe. Und wer da hineinpasst, der kann nur jung sein und lustig. Liebe Operettenfreunde und die, die es noch werden hier auf Schloss Tabor. Sie sehen, es gibt nicht nur klasse Unterhaltung, klasses Ballett, Chor, wunderbare Musik, dirigiert von Erich Polz und natürlich großartige Darsteller. Und es gibt vor allem eine super Geschichte, schöne Kostüme. Wie viele werden es sein ungefähr? Ganz viele. Also wir haben noch nicht nachgezählt. Aber weit über 100, nehme ich an. Ja, und wird es ein bisschen Herrenhaut auch geben? Sieht man ein bisschen was? Ja, zwischendurch wird auch was hervorblitzen, das können wir schon verraten. Zwischendurch wird was hervorblitzen? Ja, das ist der nächste Skandal. Boah, du muss ich mit den Ruhe noch reden. Also hervorblitzen, da gehen wir wieder.